Entschuldigung, bitte was? Bitte was? Ich wache auf und fühle mich ausgeruht am Arsch. Schlafen? Hey! Ist das wirklich wichtig? Ihr seid im Warmen und im Trockenen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Grelot sagen kann, Ja, ich wusste wegen der scheiß Credo, ja? Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Strolche gerettet. Es gibt Ja, ich aber ein bin der kleines beste Problem. Agonie auf Tamriel. Seht ihr? Dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Grelot, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Ja. Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Ja, Wenn ihr euch ich lache mich umdreht, gerade zu Tode. werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von. Entschuldigung, ich trinke mal dein Das Blut. ist Ich habe nicht hier eine wirklich Flasche mit wichtig. Blut. Das hier und jetzt. Darauf kommt es an. Ich bin ein Ihr Vampir, müsst ist wissen, dass Canon. es für einen von Ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Du? Nur Wie zu. wär's mit dir? Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. Soll ich euer Schweigen als Einwilligung verstehen? Du sollst es Dann als wisst ihr Halt also, die wo ihr Fresse steht. verstehen. Tötet euer Opfer und wir sind quitt. Das Begleichen eurer Schuld ist nur einen diskreten Messerstoß entfernt. Entschuldigung. Heilige Scheiße, das. Sie ist zu schnell! Zu schnell! Okay, es klappt nicht ganz. Wer immer das auch ist, wir hatten eindeutig einen schlechten Start. Aber keine Sorge, dies ist nicht das erste Mal, dass mir jemand etwas über den Kopf gezogen und mich verschleppt hat. Letztes Mal war es deine Frau, weil du ihr auf den Ja. Geist gingst. Ist das euer Ernst? Dummkopf, versteht ihr es denn nicht? Gelebt hat im Schatten des Todes. Ein Messer an jeder Türschwelle. Ein angelegter Pfeil auf jedem Dach. Wenn einer meiner Feinde nicht für meinen Tod bezahlen würde, wäre das für mich eine Beleidigung. Wer zum Fick bist du? Weiter. Zu euren Dienst. Akquisitionsexperte. Lebensnehmer und Töchterschänder. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Nein. Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen. Wisst ihr was? Ihr lasst mich vor. Ich kann euch da draußen sprechen hören. Was? Bei den Göttern. Ich will nicht sterben. So hat jeder etwas von der Sache. Bitte. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin ein Soldat. Ah. Ja, ich habe getötet, wenn es mir befohlen wurde. Vielleicht habe ich manchmal etwas über The die Nazi-Excuse, hä? Wow. Aber Krieg ist Krieg, richtig? Das kann mir doch Ich nehme niemand die zum Besten. Vorwurf machen, oder? Fehler. Ich.
Ich heiße Fulton. Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Söldner. Ihr wisst schon, ein käuflicher Krieger. Also genau wie ich. Nehmt ihr diese... Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Ich knie hier mit gefesselten Händen und einem Sack über dem Kopf. Und ihr seid so unverschämt, mich das zu fragen? Ja. Was glaubt ihr wohl, Spatzenhirn? Das geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze auf hätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren. Also... Tada! Schau, schau. Da ist jemand ganz besonders eifrig. Drei Möglichkeiten, drei Opfer. Nee, das war ich. Das wollte ich nicht. Also bitte. Tada! Der hinterhältige Khajiit. Ein Kater wie er musste einfach Feinde haben. Kein Wunder, dass ihr euch für ihn entschieden habt. Er war die schlimmste Person in diesem Raum. Naja, wenn man von dir absieht. Ich schweige mal weiter. Die meisten würden reden, doch ihr hört zu. Ihr denkt mit. Ihr versteht, was zählt. Dass ihr meine Befehle befolgt. Dass ihr tötet. Natürlich. Kann ich gehen? Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Danke. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Weil ich keinen Bock auf die dunkle Bruderschaft habe. Ganz einfach. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Deine Familie ist scheiße, Frau. Jetzt lass mich gehen. Ich wollte schlafen, Sachen verkaufen gehen, vielleicht mein Haus aufrüsten und nachher all diese dumme Quests machen und nicht neue Quests bekommen. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Fick dich. Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. Wo zum Fick bin ich? Verlasse du... Oh, Blut an der Tür. Was sind denn für Feinde in der Nähe? Sie sind immer noch hier. Kann ich sie befreien? Nehmt mir diese Sachen ab. Hä? Feiglinge. Eine Frau aus ihrem eigenen Haus zu entführen, ihr solltet euch schämen. Bitte, lasst mich gehen. Ich habe euch nichts getan. Das stimmt. Ich heiße... Das ist... Kann ich sie befreien, verdammt? Ich bin ein Niemand. Bei den Göttern. Also, wenn ich hier rauskomme, seid ihr tot. Könnt ihr mich einfach laufen lassen? Habt ihr gehört? Was habe ich getan? Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren. Verdammt, ich will die losmachen. Jetzt hier raus. Okay, sie scheinbar ist das jetzt der Rest eurer Existenz. Ich schau mal später vorbei. Diese Hütte erinnert mich an eine andere Hütte. Was für scheiß Feinde! Hier sind keine Feinde! Kann mir jemand sagen, wo die Feinde sind? Ich sehe sie. Da drüben sind die Feinde. Wer seid ihr und was wollt ihr? Sprecht eure Namen. Oder sterbt bei Talos. Hässliches Viech. Nächstes hässliches Viech. Wo ist der letzte?
Sind die überall? Schlachterfisch? Nee, lass mal. Geh weg mit deinen Schlachterfischen. Fick deine Schlachterfische. Ich will sie nicht. Kannst sie behalten. Sind das Schlachterfische? Nee, das sind Fluschkarpen. Das sind Fluschkarpen. Hirschkarpen. Das sind Karpen. Das sind... Wie groß ist dieser Dungeon? Volguntur. Sagt mir irgendwie was. Ja, außerdem würde ich gern... Haha, nein, ich mache das wieder mal mitten im Kampel. Irgendjemand hat hier Rauchermeuchel gemördert. Denkerpose, hä? Ein großer Denker. Sport die Elfenbeinklaue, hä? Was? Irgendwo welche Zeichen? Wie, was, wohin? Ja, entspricht das jetzt dem da oder dem da? Ich sag mal, es entspricht dem da und dem da. Also, haben die es schon aufgemacht? Was? Du hast diese Klaue offenbar nicht. Wo ist diese Klaue? Ich will sie klauen. Du bist hier offenbar gestorben. Kann mir nicht passieren. Hast mir wehgetan, Arschloch. Ha! Ha? Oh oh. Oh, fickt euch doch. Oh, ich sag, das ist nur ein einfacher Trauger. Du kannst gerne langsam zur Unkenntlichkeit verbrannt werden, wenn dir das passt. Trauger, Trauger. Trauger, Trauger. Weit. Oh, Trauger. Trauger, Trauger. Trauger, 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 Trauger. Mist. Aha! Irgendwie ist immer 17 Gold in dem Zeug. Komme ich jetzt hier raus? Haha! Ich kann einen Hebel drücken, aber ich kann mich nicht aus dem Wasser hieven. Die Logik ist verwirrend. Aha! Genau das haben wir doch gewollt. Oh, das ist irgendein Stab. Pöp. Tschück, tschück, tschück. Pöp, pöp. Offen. Ihr habt ganz offenbar ein Abenteurer meiner Stärke gebraucht, hä? Für mich sind das nur kleine Kinder. Nee, kleine Kinder sind es gar nicht. Die kann ich nicht mehr töten, wenn ich will. Sind Fürze. Ich habe dich gerade einen Furz genannt. Willst du es auf dir sitzen lassen? Dachte ich mir. Wirklich? Du willst aufstehen? Oh. Oh, ich dachte, du willst nicht aufstehen. Ich dachte, du wärst zu müde heute. Würdest ein bisschen länger schlafen wollen. Nun gut.
Diese Rätsel. Horno! Töte ihn! ein Denker wieder. Wenn du kein Traug erwischt oder Todesfürst oder was auch immer bist, tut mir leid, du bist nicht so toll. Kann ich das da durchfallen lassen? Nee, offenbar nicht. Au! Nicht nett, ich dachte, da müsste ich durch. Oh, ein ruheloser Trauger, der macht mir schon ein bisschen mehr Kopfzerbrechen. Ja, zeig auf mich und dann stirb. Idiot. Echt, zeig mal auf ihn. Das. Ja, 16 plus 1 gibt immer 28. Das weiß ich schon seit meiner Kindheit. Gut, Schlange, Walladler. Huch, ich dachte, hier müsste ich weitergehen. Wie komme ich nach unten? Aha. Ah. Aus dem Wicht. Nee, Wichte mag ich nicht. Du bist ein Wicht. Ich hoffe, du kriegst die Gicht. Schlechte Reime. Da gehst du besser wieder heime, ne? Aha, ich bin ein Reimgott. Ich mach dich mal ganz schnell tot. Noch nie bessere Reime gehört in meinem ganzen Leben. Ich bin der Beste. Ficken. Oh. Hä? Das war der falsche Knopf. Gib mir den mal. Wo ist diese Trauge? Und übrigens habe ich das von da drüben schon wieder vergessen. Ah, ficken. Schlange, Wal, Adler, keine Ahnung, sowas in der Art. Nee. Vielleicht muss umgekehrt sein, weil es direkt symmetrisch sein muss. Also Adler, Schlange. Vielleicht habe ich mir auch gar nicht richtig gemerkt. Oh, ich hab's mir doch richtig gemerkt. Wee, wee! Au. Stimmt, ich sollte mich mal heilen. Entweder wird man vergiftet. Da, guck mal, ich habe immer noch dieses dumme Ausdauer verringert. Entzieht 0 Punkte. Was ist das überhaupt für eine Krankheit? Entzieht 0 Punkte. Heißt das, die Krankheit macht gar nichts oder was? Heilung, die brauche ich wohl bald. Ist immer so eindrucksvoll. Haha, wir schließen jetzt die Tür und ihr kommt nicht mehr raus. Aber warte doch, wir kommen wieder raus. Ihr seid so un... Noch mehr? Wirklich? Könnte ich den ganzen Tag machen, Jungs. Frage ist, ob ihr den ganzen Tag lang Leute habt. Ich bezweifle es doch sehr. Ach, da geht das Licht wieder an. Wie überaus nett.
Wie hieß das Ding?